Also eine Geschichte, die mir immer heute durch den Kopf geht, ist, ich war damals auf der Sechsta eines Gymnasiums und mein Nebenmann war Antonius Schulze-Hüntrup. Ein lieber Kerl, so riesenhoch wie ein richtiger Germane. Und der kam immer mit dem Butterbrot, Bauernstuten mit Schinken. Und das wollte ich mit ihm tauschen gegen Maisbrot. Und dann sagte er, ja, das mache ich wohl. Und dann kriegte ich seinen Bauernstuten und er gab mir Maisbrot. Und als ich das ein paar Tage später wieder versuchte, dann sagte er, du kannst wohl ein Stück Bauernstuten von mir kriegen, aber das Maisbrot, das brauche ich nicht. Das war ein schreckliches Essen. Das war aber die Hauptnahrung, nicht 47, dieses patschige Brot. Also 47, würde ich sagen, war ganz schlimm. Als 48 die Währung kam, im Juni 48, war es ja von heute auf morgen besser. Man wusste ja gar nicht, wo die Sachen herkamen und wer die gehabt hatte. Also was nicht zu bekommen war, war mit einmal da. Das Schaufenster bei einem Uhrmacher lag voller Uhren. So der Traum von mir, eine Uhr damals, mit 12 Jahren. Eine Uhr brauchte ich nicht, aber hätte ich gern gehabt.